Hi, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. So, wir wollen jetzt das allerletzte Herrscher-Pokémon besiegen. Und dafür müssen wir da erstmal irgendwie hinkommen. Das ist so ein See, das weiß ich schon. Ah, boah, wird Zeit, dass wir hier vernünftig irgendwie mal hochklettern können. Ich meine, das schalten wir dann auch mit dem letzten Herrscher-Pokémon frei. Aber naja, jetzt können wir es noch nicht. Das heißt, das bringt uns gerade nicht. Der Typ hier braucht mehr Daten, die liefern wir ihm eben. Aber keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass wir uns wirklich in dieser Folge um das Herrscher-Pokémon kümmern. Und ich habe auch nicht vergessen, dass ich noch die Kurse an der Akademie machen muss. Die werde ich wohl hier nach machen. Weil dann bleibt ja nichts anderes mehr übrig. Das wird vom Typ Stahl sein, das Magnetzone. Da werde ich wohl keine Stahlattacken für eins. Ist natürlich auch doof, dass jetzt Gran Fogita Typ Fee ist, ne? Ja. Aha, okay, das negiert. Okay. Damit sind wir da nicht mehr schwach gegen, aber so richtig stark sind wir jetzt nicht, ne? Es wird es auf Dauer gewinnen. Schau mal, was der Riesenhammer so macht. Wow. Ja, also ich wusste, dass es nicht effektiv ist, aber ich hatte gehofft, es macht ein bisschen mehr Damage. Ja, Gran Fogita können wir ja einfach wegjeten, das ist nicht so schlimm. Ja, dann nehmen wir mal Tim. Also das Herrscher-Pokémon wird vom Typ Drache sein. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, wir kommen damit klar. So, Hypno. Dann nehmen wir mal Tiefer. Ah, da hinten fliegt dieses Pokémon, was wir in der Eisarena hatten, wo ich so war, hä, ist das neu? Dieses Motten-Schmetterling-Eis-Dingen-Gedönse. Das war irgendwie jetzt schnell weg. Ah, das Leben ist so viel einfacher, wenn man effektive Dinger nutzt. Slimog. Kamalm habe ich jetzt schon lange nicht mehr benutzt, ne? Naja. Ah, ich wusste nicht, dass er so viele Pokémon hat. Das dauert jetzt natürlich doch ganz schön. Ah, ich wollte gar nicht, dass das so lange dauert. Wir sprinten zum Herrscher-Pokémon. Das gefällt mir jetzt nicht so. Da komme ich direkt, das ist jetzt einfach, dann geht's schneller. So, komm, bitte. Ich will hier den Kampf schnell beenden. Oh. Dafür, dass das nicht so effektiv war, hat das ganz schön Damage gemacht. Und dafür, dass wir dieses Ding total outleveln und eine sehr effektive Attacke benutzen, hat es echt auch nicht viel Damage gemacht. Also, uff. Gut, nochmal würden wir einen Mülltreffer nicht überleben. Wir haben aber die höhere Initiative und besiegen es jetzt, also ist okay. Eieieiei. Ey, ich dachte eben kurz hier Trainer wegklatschen. So, hast jetzt deine Daten, die du brauchtest. Daten nicht messbar? Oh, das ist ja jetzt ärgerlich. Eieieiei. Nein, renn bitte nicht in mich rein. Wir packen Tim an die Spitze.
Ich werde jetzt nicht die Pokémon extra heilen, da wird doch bestimmt noch ein Pokémon-Center auf dem Weg liegen, oder? Ich meine, wie weit ist denn hier unser Weg? Ach, es gibt. Oh, da liegt kein Pokémon-Center auf dem Weg. Ja, dann kann ich auch jetzt heilen. Das macht jetzt nicht den Unterschied. So, hier einen Beleber. Und dann kriegst du noch. Oh, ich habe keinen Hypertrank mehr. Mist. Ja, gut. Dann ist das jetzt so. Botogirl-Päckchen. Oh. Oh, da bin ich in einen Gruff gerast. Gut, Gruff haben wir aber schon. Das heißt, wir werden jetzt einfach hier die Flucht antreten. Jetzt bitte, bitte, bitte lass mich schnell zum Herrscher. So, wir sind gleich aus dem Eisbereich. Nimm ich's mit? Ach komm. Nein, ich verschwende hier nur wieder Zeit. Da unten ist so ein Turm. Sollte ich da mal drauf gehen? Ich weiß nicht. Eher nicht, oder? Hier ist so eine Brücke. Sind wir da drüber gegangen? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Boah, Sturzflug. Was ist denn jetzt passiert? Hey, Niki. Der Herrscher der Drachentäuschung soll sich irgendwo in diesem See befinden. Aber niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Ich stelle mir richtig furchterregend vor. Aber wir können schlecht nach ihm suchen, wenn wir nicht wissen, wie er aussieht. Wäre echt praktisch, wenn er einfach zu uns kommen und sich als Herrscher vorstellen würde. Ja, und ich habe ein bisschen Sorge, dass er das dann auch tun wird. Tim oben zu haben wäre jetzt nicht schlau. So, hier haben wir aber nochmal wieder die Chance auf ein Gyarados. Das würde ich auch gerne machen. Ah. Frech. Wie sieht's denn hier leveltechnisch? Ja, okay, wir sind leveltechnisch okay dabei. Also, wir haben dasselbe Level. Oh, ist das langsam. Guckt mal, wie das laggt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pokémon! Oh mein Gott, die Performance. Oh, oh, oh. Ich mag das Pokémon wirklich, aber. Okay, Gara, das ist wirklich nicht das Problem zu fangen. Also im Kampfmenü sollte es eigentlich nicht mehr laggen. Das sollte nicht passieren. Also das sehe jetzt nicht nur ich so, oder? Ihr seht doch auch, dass die FPS super low sind, oder? Oh, du, weiß ich nicht. Ey, bitte ist gleich der Kampf gegen das Herrscher-Pokémon besser. Ui, ui. Ey, ihr wisst ja. Ich spiele jetzt schon eine Zeit lang das Pokémon. Also es hätte man mittlerweile mit Updates fixen können. Ah, Gyarados. Es taucht aus dem Nichts auf, wenn die Welt sich im Konflikt befindet und brennt jeden Ort nieder, den es passiert. Gyarados ist Typ Wasser. Wie brennt es denn Sachen nieder? Frage für einen Freund. Gott! Gott, die FPS. Ich will mich nicht so viel darüber beschweren. Ich will es wirklich nicht, weil ich das Pokémon eigentlich mag. Aber das ist gerade wirklich nicht angenehm. Das ist gerade wirklich nicht angenehm. Holy shit. Lass uns einfach schnell zu diesem Herrscher-Pokémon düsen.
Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, wie schlau es ist, wenn ich jetzt hier schnell auf Miraidon unterwegs bin. Weil, wenn ich eins gelernt habe, wenn man auf Miraidon unterwegs ist, dann sind die FPS auch nicht gut dabei. Eieieiei. Schwierig ist natürlich auch, dass viele Pokémon erst so spät geladen werden. So, muss ich jetzt auf diese Insel? Nein. Okay. Oh, ich komme noch immer nicht drauf klar, wie schlecht gerade die Performance war. Also, wer alle vorherigen Folgen gesehen hat, der weiß, dass ich eigentlich zufrieden mit dem Pokémon bin. Also, wie gesagt, über die Grafik brauchen wir nicht reden. Aber da war jetzt gerade so zum ersten Mal der Punkt, wo ich so ein bisschen auch sauer wurde. Also, ey, das geht doch so nicht. Kannst doch keiner erzählen. Ey, vor allem mitten im Kampf sollte es flüssig laufen. Dass der Rest vielleicht mal hakt. Ja, okay, kann ich verzeihen, aber mitten im Kampf. Das, was Pokémon ausmacht, das sollte flüssig laufen. So, wir sind am Zielort angekommen. Wo jetzt hier aber dieses Herrscherding ist, erschließt sich mir noch nicht. Muss ich irgendwas Besonderes machen? Die haben sich miteinander unterhalten, deswegen habe ich die jetzt einfach mal hier angesprochen, aber scheinbar habe ich sie dann angegriffen. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht zu blöd an, hier dieses Herrscher-Pokémon zu finden. Bei den anderen ging es ja eigentlich automatisch. Erdbeben, ja, das darf Chaos lernen. Das sollte auch viel stärker als Lehmschuss sein. Ja, darauf habe ich gewartet. So, Lehmschuss wurde erlernt. Und wir haben Nigiragi gefangen. Die gestreckte Form, okay. Unter den Drachen-Pokémon ist es eines der intelligentesten. Es tarnt sich, indem es seinen Kehlsack aufbläht. Aha. Okay. Ach, und dieses andere. Ah, jetzt verstehe ich, was hier mit gestreckte Form gemeint ist. Ragi. Nikigigi. Muss ich die alle jetzt hier angreifen? Die reden doch hier nicht ohne Grund. Ragi. Ich cruise mal einmal kurz hier um die Insel. Boah, wenn ich jedes einzelne jetzt hier besiegen muss, ne, dann werde ich aber schon ein kleines bisschen unglücklich. Gotta be honest. Und unter Wasser komme ich ja hier nicht. Nee. Ich kann den Pokéball nicht aufsammeln. Hä? Irgendwas läuft hier gerade ganz komisch. Boah, jetzt sag nicht, ich muss jedes davon angreifen. Naja, es hat eine andere Farbe, dann kann ich es auch fangen. Memento Mori.
Gut, das fangen wir nicht. Kann ich es jetzt fangen? Jetzt kann ich einsammeln. Okay, das war ein Bug. Ja, ich verstehe es noch nicht so ganz. Wenn ich wüsste, was ich jetzt tun müsste. Und der Hinweis von Pepper hat mir jetzt auch nicht geholfen. Nein, kein Spitzname. Es war die gebogene Form. Hier ist ja so ein gelbes. Spawn die neu? Nee. Muss ich die jetzt alle besiegen? Gottes Willen. Warum? Also, die würden niemals so reden oder Geräusche von sich per Textfeld geben. So, also das heißt, das hat hier irgendwas damit zu tun, gehe ich ganz stark von aus. Aber ich verstehe noch nicht ganz was und warum und ich bin noch nicht so überzeugt. So, das ist die hängende Form. Oh, ich hätte gerade den von der anderen Form vorlesen können. Ey, egal. Er stellt sich tot, um seine Gegner zu täuschen. Zwar ist es klein und schwach, aber es nützt seinen Verstand, um zu überleben. Ja, es wurde ja schon gesagt, dass es sehr schlau ist. Nee, jetzt. Ich kann das auch nicht so angreifen. Das heißt, es hat auf jeden Fall was damit zu tun. Boah, um Himmels Willen, das halt. Haben wir schon das Gelbe? Nee. Nee, du, wenn wir jetzt hier das Einzelne davon auch nie. Was muss ich tun? Ey, wenn ihr auch hier an dieser Stelle länger gebraucht habt, um zu verstehen, was ihr tun müsst, schreibt mir das bitte runter. Ich will mich nicht so bescheuert fühlen. Ach nee, ist wieder die gestreckte Form. Okay. Mal, wie viele das auch sind. Ich habe das Gefühl, das hier sollte auch nicht sein. Gott bless, danke. Oh mein Gott. Oh. Ach, ich musste nur das richtige Ding finden. Das, was anders aussah als die anderen, weil er ist enttäuscht. Er täuscht. Oh. Ah, oh mein Gott. Es tut mir so leid. Ich habe mich blöder angestellt, als ich hätte müssen. Oh mein Gott. Okay. Aber ich mag, dass ich endlich mal ein bisschen was machen musste. Muss ich es jetzt nochmal hitten oder haut es jetzt wieder? Okay, es haut ab. Wohin gehst du? Ah, nein, 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 nein.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier das ist, aber... Ich bin noch immer super verwirrt. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Ah, Peppa. Niki, du konntest das Herrscher-Pokémon also aufspüren? Ja, konnte ich. Also ich habe mich damit schwer getan, muss ich ehrlich sein. Das ist also der Herrscher der Drachentäuschung. Was für ein riesiger Drache. Moment mal, ist das nicht ein Fisch-Pokémon? Ha. Der Riesenbrocken hat das Sushi-Ding einfach verschluckt? Das nennt man wohl die Nahrungskette. Ich bin noch immer so verwirrt. Okay, das Ding ist jetzt stärker und wir haben einen Schlaraffel mit an der Seite. Oh, ich kann gar nicht terrakristallisieren? Warum kann ich nicht terrakristallisieren? Spannend, die Nahrungskette mal live zu erleben. Nur gut, dass wir an der Spitze stehen. Na gut, das sollten wir aber schaffen. Ja, okay, Peppa, ich hätte es lieber gehabt, wenn du angegriffen hättest, aber Verteidigung senken ist auch gut. Da beschwere ich mich jetzt mal gar nicht so sehr. Oh jo. Ja, tatsächlich relativ leicht, ne? Wir kommen ja relativ gut klar. Bin mal gespannt dann mit dem Kampflager von Team Star. Das ist ja dann das Letzte, was noch übrig ist. Aber vorher mache ich die Kurse. Okay, das war leichter als ich wollte. Ich mag's ja auch, wenn ich so ein bisschen am Struggeln bin. Wir haben es geschafft, Niki. Oh, jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es seinem Hund geht. Jetzt, wo das Herrscher-Pokémon besiegt wurde, können wir uns das Geheimgewürz schnappen. Hä? Ja, aber wir haben nicht gesehen, wie das gefressen wurde, das Geheimgewürz. Deswegen, irgendwas ist hier noch nicht ganz richtig. Noch eins von denen? Ich dachte, die wurden alle aufgefressen. Nie, nie. Nigiragi. Oh, es scheint irgendwas vorzuhaben. Jetzt kann ich terrakristallisieren. Jetzt macht's auch Sinn, weil gerade das Ding war ja auch nicht vom Typ Drache. Also sonst wäre meine Attacke ja nicht sehr effektiv gewesen. Also, sie war jetzt gerade sehr effektiv. Und jetzt ist sie nicht mehr sehr effektiv. Und jetzt kann ich auch Terra kristallisieren. Okay. Da wurden wir ordentlich getäuscht. Ja, jetzt machen wir auch nicht mehr ganz so viel Damage. Also noch immer eine Menge. Aha, und Pepper macht wieder dasselbe. Okay, ich meine, es hat ja gerade funktioniert, also warum nicht? Never change a running system. Ja. Aua. Das jetzt noch mal auch eine zweite Phase, weil das Ding hat ja jetzt hier nur eine Phase gehabt. Das würde mich jetzt interessieren. Nee, okay. Wir haben es besiegt. Dann war das jetzt schon die zweite. Okay. Okay, jetzt aber. Jetzt würde ich wissen, wie es Peppas Mastiffioso dann jetzt geht. Puh, das war nicht schlecht, Niki.
Also, waren die beiden zusammen der Herrscher der Drachentäuschung? Ja, irgendeine Art Symbiose werden sie wohl gehabt haben. Ha, der Winzling kam eben aus dieser Höhle. Das Geheimgewürz muss da drinnen sein. Los, gehen wir es suchen, Niki. Yes. Und finden wir an der genau gleich aussehenden Stelle etwas Geheimgewürz. Oder das ist jetzt der Twist der Story. Es ist keins da und wir müssen es woanders herkriegen. Hier muss es sein. Ja, okay, nee, es ist da. Kein Twist. Es ist wieder an der genau gleich aussehenden Stelle. Das letzte Geheimgewürz. Oh, ich bin jetzt so gespannt, wie es seinem Hund geht. Scharfes. Oh, ich liebe scharf. Nicht übertrieben scharf, aber schon scharf. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Scharfes Geheimgewürz verbessert den Stoffwechsel. Es treibt den Kreislauf an, damit man stark schwitzt und so Giftstoffe aus dem Körper schwemmt. Dann bereite ich mal das Essen vor. Yay, und dann sollte es ja jetzt unserem Miraidon wieder gut gehen. Ja, das hier so und dann das dazu. Sorry, dass du warten musstest. Hier ist Peppers Power Sandwich, perfekt abgeschmeckt mit dem letzten Geheimgewürz. Gönn es dir und halte dabei diesen Orden als Freundschaftsbeweis fest in der Hand. Bild! Oh, das muss scharf sein. Miraidon, Happa Happa essen. Sei ja. Möchtest du Miraidon dein Sandwich geben? Die Wahl haben wir ja eh nicht. Also hier, Miraidon, gönn dir. Guten Hunger. Yes, wir können klettern. Okay, jetzt ist Mastiffioso an der Reihe. Sind die Augen schon wieder zu? Na komm, schlag zu. Die Musik hat aufgehört, das macht mir Angst. Ich bin dafür emotional nicht bereit. Damit wird es dir bald besser gehen. Niki und ich haben uns dafür richtig ins Zeug gelegt. Bitte wirk. Alles wird so wie früher, du wirst schon sehen. Dann spielen wir wieder ganz viel Ball zusammen. Wir spielen so viel, wie du willst. Oh, Pepper. Also, werd bitte wieder gesund, ja? Mehr wünsche ich mir doch gar nicht. Oh, bitte. Bin emotional nicht bereit, wenn es jetzt dem Ding nicht besser geht. Dem Ding, dem Tier. Hallo? Hallo? Schwarzer Bildschirm. So, danke. Mastiffioso. Oh nein, wenn so eine Szene schon kommt. Du hast wirklich alles gegeben. Es ist okay. Ich bin stolz auf dich. Muss ich nicht unnötig traurig für den Rest des Tages sein? Ah.
Kulturskanzler, jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss das hier erstmal emotional verarbeiten, Alter. Hallo Niki, hier spricht Futurus. Ich weiß nicht, ich mag nicht, wie die beiden jetzt reagiert haben. Also da ist auf jeden Fall irgendwas nicht koscher. Miraidon scheint bis auf seine Kampfkraft alle seine ursprünglichen Kräfte wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt auch Wände hinauf und hinunterklettern, während du auf ihm reitest. Warum weißt du das? Okay, drehst du Miraidon einer Wand zu und springst durch Drücken des B-Knopfes auf sie zu, kann es nun an ihr hochklettern. Während des Kletterns kannst du dich mit dem linken Stick frei bewegen. Drückst du den B-Knopf erneut, lässt es die Wand wieder los. Es war die richtige Entscheidung, es in deine Obhut zu geben, Niki. Päh, für wen hältst du dich eigentlich? Ist dein Vater? Diese Stimme. Pepper, bist du das? Ich wollte dich die ganze Zeit kontaktieren. Außer dir kann schließlich niemand das Labor betreten. Im Ernst? Bitte begib dich zusammen mit Niki zum Leuchtturmlabor am Kutscharikopfad. Wenn ihr dort angekommen seid, melde ich mich wieder. Oh, warum, Pepper, bist du jetzt so unglücklich? Also Pepper und sein Daddy haben keine gute Bindung. Das ist klar. Vielleicht weißt du es schon, aber das gerade eben war mein Vater. Er war immer nur mit seiner Forschung beschäftigt und nie zu Hause. Das habe ich mir fast gedacht. Das ist häufig so, wenn irgendwie das Elternteil irgendeinen, ich sag mal, krassen Beruf ausführt, dass dann das Kind irgendwie darunter leidet. So, deswegen, die genaue Leidensstory kenne ich nicht, aber ich habe erwartet, dass da eine hintersteckt. Ich hatte seine Stimme seit Jahren nicht gehört. Okay, Futurus hat versucht, ihn zu kontaktieren. Da hätte er ja mit ihm gesprochen. Warum habt ihr aber seit Jahren nicht geredet? Und jetzt soll ich plötzlich den Laufburschen für ihn spielen? Ja, das verstehe ich. Das ist mies, das ist verletzend. Das soll wohl ein Witz sein. Oh, Pepper, das tut mir leid. Aber du und Miraidon, ihr wollt doch bestimmt dahin, richtig? Ich koche vor Wut, aber weil du es bist, mach ich's trotzdem. Das Labor ist im Leuchtturm am Kutscharikofad. Erinnerst du dich noch daran? Da, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja, ich erinnere mich. Komm, gehen wir gleich, bevor ich es mir anders überlege. Okay, das Wichtigste, Mastifioso geht's wieder gut. Oder besser. Ob es jetzt hundertprozentig gut ist, wissen wir nicht. Warst du das wirklich? Aha. Geh zum Labor beim Kind. Ich bin versucht, da jetzt wirklich hinzugehen. Auch schon direkt. Aber. Wow. So weit wollte ich jetzt nicht. Aber. Ich habe Angst, dass wir erst überall hier das Letzte haben müssen. Heißt. Ach, hier ist die Pokémon-Liga. Ja. Wir werden erst die Kurse machen. Das heißt, die nächste Folge beginnt dann mit dem Geschichtskurs. Die anderen mache ich nicht in der Aufnahme, keine Sorge. Ich würde erst nur alles abgehakt haben. So, Geschichtskurs, weil könnte sein, dass wir noch wichtige Infos kriegen, die jetzt storyrelevant sind. Machen wir zusammen. Den Rest mache ich allein. Und dann gehen wir erstmal zum Kampflager. Und dann weiß ich nicht, was ich davon lieber machen möchte. Ob ich erst mit dem Prof das machen möchte und mit Pepper oder die Pokémon-Liga. Ah ja, okay. Ich schau mal. Ich würde sagen, sehr interessant. Wir sehen uns damit beim nächsten Mal. Ciao!